Willkommen zu einem weiteren Part von Painkiller. Yeah. Wir setzen das Spiel an dieser Stelle fort und sind bereits beim dritten Level des zweiten Kapitels angelangt, was so viel bedeutet wie wir sind bei knapp etwas 40% ungefähr. Okay, etwas 40%, das war ein bisschen komisch, aber was soll's, ja? Wir sind bei dem Alastor Tower angekommen und schauen mal, welche Tarotkarte wir benutzen können. Du kannst dir Seelen holen, die weit von dir entfernt sind. Kartenpreis 500 und wir haben 481 Gold. Das heißt, diese Tarotkarte können wir leider nicht benutzen, aber da ich ja jetzt weiß, dass uns ein bisschen Gold fehlt, werden wir natürlich erstmal auf ein bisschen Gold sparen. So, wir sind hier an einem ziemlich roten Ort. Ich sehe hier schon Munition, eine Rüstung und noch mehr Munition. Was zum... Okay. Das finde ich jetzt ein wenig merkwürdig. Wo ist das Vieh? Alter, ist das schon der Boss? Ich denke, bei jedem Level gibt es drei. Okay. Da kommt das Vieh. Was ist das für ein Vieh? Komm bloß her. Komm ran, Muschi. Alter. Okay, wir benutzen wieder diese Waffe. Oh, geil. Ah, das habe ich hier ganz vergessen. Oder gar nicht. Ah, fuck. So. Ja, hätten wir irgendeine Lebensanzeige oder wissen wir, wie viel... Ups. Warum schießt du automatisch? Okay. Chill. What the fuck? Alter. Chill mal dein Leben. Okay, ich habe eine Lebensanzeige gefunden. Und wir werden sterben. Wir werden nicht sterben. Ha! Ich bin einfach zu gut für dich. Das Vieh ist fast tot. Hoffentlich. Ja, aber irgendwie... Ach Gott. Ich bräuchte Munition oder sowas. Oder wir wechseln einfach mal die Waffen. Überall Schutt und Asche. Also der macht ja wirklich alles kaputt. Wow. Was ist denn das? Nur noch Shotcuts oder was? Wir werden sowas von sterben. Oder auch nicht. Ich sage diese, Episode ziemlich oft oder nicht irgendwie. Na, hier. Volles Leben, da ist Munition. Komm, komm, lass mich nicht im Stich, lass mich nicht im Stich, lass mich nicht im Stich. Sehr gut. Boah, und da geht es weiter runter in die nächste Abteilung. Was ist das denn? Okay, wir werden jetzt bald aber sterben, weil ich einfach keine Rüstung mehr habe und ich wüsste auch nicht, wo wir so schnell Rüstung herbekommen sollten. Autsch. Okay, ja, das wird ein klarer Tod. Hat man sogar ziemlich kommen sehen. So, letzter Kontrollpunkt, neu starten. Alter. Nicht ein bisschen krank? Oh Mann, nicht schon wieder. Oh, und das macht mir sogar Schaden. Yay, sehr gut. Wo ist er jetzt? Am besten, ich sammle mal einfach alle Munition ein, die ich hier so finden kann. Dann bin ich am besten gerüstet. Natürlich wäre jetzt auch Leben klasse oder sowas. Aber gut, man muss nehmen, was man kriegen kann. Und da kommt das Vieh schon wieder. Aber ja, angeschwächt ist es auf jeden Fall. Es
wollte ich schon wieder aus Reflex nachladen und schieße natürlich erstmal rum. So. Da ist noch eine Kiste und da hinten, vielleicht kriegen wir die ja auch noch. Wäre zum Vorteil von mir. Und da geht es auch schon runter. Da ist eine Rüstung. Shut up. Halt die Fresse. Lass dich von mir abballern. Und geh drauf. So. Geht doch einigermaßen. Jetzt ist er wieder sauer auf mich, weil... Weil Penis. Shut up. Da ist Leben. Oh, sogar sehr viel Leben. Jetzt geht's gleich wieder runter. Kurz vor der Kiste. Vielleicht fliegen die ja mit runter. Das wäre zumindest ein Vorteil für mich. So, wir haben noch 200 Schuss in dieser Kanone. Die verballern wir jetzt einfach mal alles. Wow. Alter, übertreib halt. So, hier noch ein bisschen Munition und dann weiter ins Gefecht. Halt die Fresse. Geh sterben, mein Freund. Also, die Waffe ist geil. Oh, oh. Die Waffe ist verfickt nochmal leer. So, aber die Waffe macht auch gut Schaden. So, Leben können wir noch nicht nehmen. Ich denke, du bist tot, Mann. Na gut, tot bist du nie, also das weiß ich ja jetzt, aber komm schon. What the f... Ich will nicht sterben. So, wir bräuchten schleunigst mal Leben. Alter, wie das Vieh abgeht. Warum kann ich da nicht... Komm, komm, komm. Ach, du Scheiße. So. Das hätten wir vorerst. Ja, schrei da mal. Oh, shit. Ich ahne nichts Gutes. Heil dich halt auf, verfickte Scheiße. Komm doch ran, du Muschi. Wieso schadet mir das Feuer dahinter? Okay, ich bin so gut wie tot, wenn ich das Vieh nicht gleich... Oh, scheiße. Ich muss hier doch irgendwie wegkommen, oder? Da ist Leben. Wäre von Vorteil, wenn ich das kriege. Und es füllt sich schon wieder auf, weißt du? Ist zum Kotzen. Halt die Fresse! Was ist die Schwachstelle von diesem Vieh? Was zur Hölle ist die verfickte Schwachstelle? Jetzt geh schon sterben, mein... Alter. Jetzt geht es sich wieder aufheilen, das weiß ich ja. Okay, erst die Statuen, das geht sogar. Oder vielleicht muss ich den doch erst wieder... Oh Gott, das war ja klar. Ohne Scheiß, wie soll man das Vieh denn besiegen? Ohne Mist. So, letzter Kontrollpunkt, laden. Gut. Wären wir also wieder hier. Wir holen uns mal eben die Rüstung. Okay, vielleicht warten wir, bis wir die eine Munition hier aufbrauchen.
Und machen mit irgendwelchen anderen Waffen weiter. So, nehmen wir mal zum Beispiel die hier. Müssen wir halt nur auf dieses Vieh warten. Na, wo bleibst du? Wow! Es macht dem Vieh ja fast gar keinen Schaden. Oh. Wollte ich nicht. Also ganz klar, man muss diese Statuen vor dem Vieh zerstören. Merke ich mir. Okay, macht ja doch einiges an Schaden. Na gut, das bringt nicht allzu viel. Ich glaube, die Waffe können wir hier vergessen. Da ist einfach die Shotgun am besten. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es. Gefunden. Meine Fresse. Wir haben schon wieder so viel Leben verloren. Gar nicht gut. Rocket. Boah, wie das da runterkommt. Krank. Willst du mich verarschen? Lass mich in Ruhe, verfickt. Okay, ich habe irgendwo Leben gesehen. Oh. So. Damit wäre auch das geschafft. Und da ist noch Rüstung. Die holen wir uns auch noch. Jetzt haben wir schon mal 100 Rüstung mehr. Wow. Ich sehe halt überhaupt nichts, wisst. Das verbrutzelt mich. Und unsere Shotgun hat keine Muni mehr. Okay, wir können auf 100 wieder auffüllen. So, das hätten wir damit auch. Gott. Nein, 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 nein. Komm schon, Alter. Geh doch endlich tot. Verdammt, verreck. Wie oft will das noch irgendwas auf mich draufhauen? Aber es funktioniert wenigstens. Auf geht ich wieder aufheilen. Damit wären es noch zwei. Zum Glück habe ich noch einige Raketen. So, jetzt geht ich mal wieder aufheilen. So, damit war's das, ne? Scheiß Dämon. Na, was willst du jetzt machen? Hier, bam. Ja, scheiß Drecksvieh. Aber es sieht ja schon geil aus. So, ganz coole Pose einlegen und check this out. War es das dann? Das war Painkiller. Gut, Black Screen. Und weiter geht's. Soul Catcher. Hey. So viele Seelen an einem Ort. Gib sie mir. Dein Weg in die Freiheit. Eve. Was meinst du, wenn ich sie dem Grim Reaper gebe? Käme ich dann aus dem Fegefeuer? Eve, bring mich nicht dazu. Ich sag doch,
Ich bin nicht dein Feind. Ja, klar. Los und kein Generve. Was? Jetzt nehmen wir auch noch eine Frau mit. Das kann ja was werden. Ei, meine Fresse. So, also Münzen haben wir überhaupt nichts gekriegt. Töte Alastor innerhalb von 5 Minuten. Was? Oh, Moment, habe ich doch. Was? Oh Mann. So, Tarotkarten. Wir haben leider immer noch nicht so genug. Die Welt bewegt sich 8-mal langsamer. Was? Geil!